Die Aufgabe der Handelsbilanz ist erstens Information und Rechenschaftsfunktion. Information und Rechenschaft, das nehmen wir zusammen. Wir informieren und durch die Information legen wir auch Rechenschaft ab, was wir mit dem Kapital der Gesellschafter gemacht haben. Das heißt, wem gegenüber legen wir Rechenschaft ab? Gegenüber den Gläubigern, den Anteilseignern, ja, Informations- und Rechenschaftsfunktion gegenüber Gläubigern, Anteilseignern, das sind die beiden Hauptgruppen und wenn Sie wollen, können Sie noch ergänzen. Sie können ergänzen noch zum Beispiel die Arbeitnehmer, ja, die Arbeitnehmer dieses Unternehmens, für die ist auch mal ganz interessant, wie die Lage so ist. Ja, Information vor allem. Kunden können Sie auch noch mit aufnehmen. Ja, diesen ganzen Club zusammen nennt man übrigens die Stakeholder. Ja, ich glaube, den Begriff kennen Sie. Ne? Shareholder sind die Aktionäre und wenn man alle beteiligten Gruppen zusammenfasst, dann nennt man das die Stakeholder. So könnte man also auch vereinfacht sagen, Aufgabe der Handelsbilanz ist Information und Rechenschaft gegenüber den Stakeholdern. Ja. Und zweitens Gewinnermittlung. Zweitens Gewinnermittlung. Das ist die Aufgabe der Handelsbilanz. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.